Oh mein Gott, nicht schon wieder. Komm. Eieiei, 6, 5, 4. Aber ihr seht das, ich lasse das in halber Geschwindigkeit abspielen. Ja, und leider schon wieder. Aber ich kann euch freudig mitteilen, mein Handy lebt noch. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's Play dieses geile Spiel hier, Clash of Clans, 99%. Und ihr seht, welche Kombi ich hier unten genommen habe. Let's Play und so weiter. Aber wir haben hier einen schönen Clankrieg bei Freunden gespielt und ich will auch gar nicht lange rumquatschen. Also wir waren zu 12 Leuten hier von Clanspätzle mit Soos in diesem Clan drin, haben einen wirklich, ja, ich würde sagen, wir haben schönen Clankrieg gespielt hier. Und es waren dann noch aus anderen befreundeten Clans Leute in diesem Clan rein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ein paar Sachen in eine Textdatei reingeschrieben, nämlich schöne Angriffe, und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Und wie das so oft ist, in ganz, ganz vielen Folgen, fangen wir ganz, ganz unten an, beziehungsweise nicht ganz, ganz unten, 48 auf die Nummer 47, also der André 3 hier. Ich habe jetzt ganz bewusst einfach mal welche rausgepickt, deren Namen wir auch noch nie gehört haben. Finde ich eigentlich ganz gut. Und es war jetzt 2 Tage oder fast 3 Tage, so ein schönes Gefüge hier, muss ich sagen. 3 Tage, weil, ja, oder fast 3 Tage, weil die Clankriegssuche ja so endlos lange gedauert hat. Und wir haben dann ja irgendwann doch dann nach, ich weiß gar nicht, 12, 14, 16 Stunden oder so, endlich unseren Gegner gehabt. Und ich muss sagen, je länger die Suche gedauert hat, desto besser, glaube ich, war das Matchmaking hier. Das Matchmaking hier war sehr, sehr fair. Auch also was der Anteil 12er, 11er, 10er und 9er angeht. Und deswegen ist klar, dann wird das eine spannende Sache. Das ist einfach so, wenn das relativ fair gematcht ist und du eigentlich auf beiden Seiten so in etwa die gleichen Rathausstärken und Größen hast, dann wird das was. Und der André macht das hier richtig schick mit Schweinereiter. Helden auch noch nicht so hoch. Da könnte, also das ist auch mal wieder so ein kleiner Beweis, dass man natürlich mit noch nicht so starken Helden, aber mit 5er Schweinereiter, also die sind ja Max auf Rathaus 9, relativ viel reißen kann. Und 4er Heiler hat er auch schon, also Heiler und die Heiler Riesen hat er. Die Riesen hat er noch nicht mal auf 6. Das heißt also, mit der Kombi hier, die ist ja auch ein bisschen oldschool, aber die Base ist auch ein bisschen oldschool, reißt man noch relativ viel. Also immer wieder gern genommen hier Riesenheiler mit Bowler und Hogridern dann im Gepäck. Finde ich sehr, sehr gut, dass hier einige auch Angriffe rausgehauen haben, die dann nicht mehr so super aktuell sind, aber wo man 3 Sterne mitholen kann. Ja, und warum seht ihr eigentlich auf den Samstag ein Video von mir? Es ist ja eher selten, dass ich für einen Samstag ein Video vorbereitet habe, da ich da in der Regel ja live streame und dann den Sonntag auch noch mal so ein bisschen in der Regel dazu nutze, so ein bisschen Luft zu holen von der ganzen Woche. Denn dieses ganze YouTuben hier, muss ich sagen, auch wenn es immer nur ein Video pro Tag ist oder auch wenn ich dann Brawl Stars noch mit reinnehme, dann sind es 2 pro Tag. Allerdings mache ich das mit Brawl Stars ein bisschen anders. Dann nehme ich immer etwas auf und das zeige ich dann irgendwie im Laufe der Woche oder 1 oder 2 Folgen, je nachdem, wie ich dort aktiv bin. Und deswegen weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt heute Abend online sein kann für euch, denn ich hatte das die Tage ja schon im Video gesagt, wir sind heute den ganzen Tag weg und ich weiß nicht, wann wir wiederkommen. Das heißt also, wird es mir zu spät, dann kann es durchaus sein, dass ich mir sage, ah, mit Valkyren hier, dass ich mir sage, ich gehe nicht mehr online, und dann habt ihr aber wenigstens ein nettes Video heute auf dem Samstag gehabt. So habe ich jetzt mal wieder gedacht. Und müsst nicht ganz auf Clash of Clans am Wochenende verzichten. Und mal sehen, wenn ich jetzt Samstag dann nicht da war, vielleicht komme ich dann Sonntag ein Stündchen online oder so. Ich weiß es halt noch gar nicht. Ich habe es noch nicht ganz im Blick, aber die Sache mit dem Geburtstag meiner Jungs geht natürlich ganz klar vor. Und da wir die beiden auch nicht so wirklich beschenken wir die beiden, so muss ich sagen, mit einem schönen Tag an einem schönen Ort. Und ich glaube, das ist dann viel mehr wert und man kann von solchen Sachen dann eher zehren, als dass es irgendein Geschenk gibt. Und dann kommen ein paar Gäste. Ich meine, die kommen jetzt morgen nicht, oder beziehungsweise heute nicht, weil wir nicht da sind. Und in der Regel feiern wir den Geburtstag mit Gästen von den beiden nach. Das ist natürlich auch jahreszeitig. Früher, wo die beiden klein waren, sind wir immer Schlitten fahren gegangen hier in der Nähe.
und haben die Gäste einfach mitgeschleppt, haben quasi beim Schlittenfahren gefeiert. Aber heute brauchst du das nicht mehr machen. Wenn ich heute mit denen sage, komm, wir gehen Schlittenfahren, dann müssen wir eh weit weg fahren, weil das Wetter ist ja jetzt nicht so gerade Schlittenfahrwetter. Und von daher glaube ich, dass so ein Tag dann so ein bisschen so ein bisschen Mehrwert hat, als dass ich den beiden jetzt irgendwas in die Hand drücke und dann und dann ist das gewesen. Dann machen wir noch ein bisschen nett Kaffee und Kuchen und das ist dann gewesen. Also ich glaube schon, dass die beiden davon nach wie vor mehr zehren und ich glaube, sie sind mir auch nicht sauer, wenn es so abläuft. Denn vom Mehrwert her, glaube ich, zehren die dort ganz sicher. Muss immer mal wieder gucken, welche Base ich mir eigentlich rausgepinnt habe, denn ich habe hier schon viele Angriffe gesehen, habe mich aber hier sehr bedeckt gehalten, weil ich auch, ich meine, es war ein normaler Freitag. Ich musste auch arbeiten, ja. Und dann komme ich auch nicht so viel zum Clashen. Dann komme ich immer nur so ein bisschen zwischendurch, kann man ein bisschen gucken, was ist schon gemacht, was musst du noch machen. Ich hatte dann gestern Abend meinen letzten Angriff oder meinen ersten Angriff erstmal gemacht. Der hier, den ihr jetzt zu Anfang gesehen habt, der ist jetzt von vorhin, also kurz vor Kriegsende habe ich den gemacht. Und schade, wieder 99er hingelegt. Ja, da hat man mal so eine kleine Fluchwoche, wo man nur 99er holt in den Clankriegen, aber es gehört einfach mit zum Spiel. Ich habe mich auch nicht wirklich geärgert. Ich habe nur gedacht, warum hat das wieder nicht gereicht am Ende und mehr nicht. Ich habe mir dann auch keine Gedanken gemacht. Hätte oder sonst was. Nutzt eh alle nix. Der Angriff ist ja gemacht und danach kannst du nur analysieren. Vielleicht kriegst du das Dorf dann nochmal oder so. Aber schön gemacht hier, Xenia 1337 auf die Base 27, also 17 auf 27, das ist auch nicht so weit runter, das ist alles Rathaus 11 Bereich jetzt schon, allerdings hatte die gegnerische Base hier keinen Adler, kein Adlerinferno oder keine Adlerinferno, ist klar, Adlerartillerie und dann tut man sich ein bisschen leichter, ich meine, es ist immerhin ein defensives Gebäude, was da nicht ballert und das ist ein kleiner Vorteil und auch die Base hier hatte ich, glaube ich, im Rathaus 10 Bereich lange. Ist so ein bisschen oldschool und da kann man genauso durch. Die geht mit ganz, ganz vielen Taktiken, aber wir springen höher. Wenn auch nicht viel höher, haben wir hier den Zorro. Der Zorro ist dabei, also ein Rächer hier. Nein, ist natürlich kein Rächer, aber 11 auf 11 hier, diesmal mit Adler, Artillerie und mal sehen, wie er das hier gemacht hat mit Bola, Hexen. Und Riesenkombi, also hier lief in diesem Clankrieg viel mit Drachen, Batsbale, Loons, Hunden. Aber so wie ich das heute mitbekommen habe und gehört habe, wollen sie den Spell nochmal ein bisschen nerven. Das heißt also, scheinbar hat Supercell jetzt doch gemerkt, nach dem ersten Nerf ist der immer noch so stark. Und man kann immer noch so super viel mit diesem Zauber rausnehmen, selbst wenn man danach keinen Zauber mehr hat. Und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Das sehen wir dann, wenn der Nerf da ist. Ich meine, der wird jetzt nicht so super sein. Also der wird jetzt nicht so sein, dass Level 1 Batspell nur noch drei Fledermäuse macht oder so. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht ein bisschen moderateren Schaden oder so. Irgendwas wird da sicherlich kommen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber in 2019 kommt ja sowieso viel. Ich gehe da in meinen Folgen auch ganz, ganz wenig drauf rein oder drauf ein. Das heißt also, ich bekomme schon immer alles mit. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Aber letztendlich sage ich zu vielen Themen auch nichts. Also, dass es natürlich demnächst so eine Liga geben wird, beziehungsweise keine Liga, sondern so ein Turnier geben wird, wo es mal so richtig Nähte gibt, also im E-Sports-Bereich. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut, dass auch Clash of Clans endlich mal wieder dahin findet, finde ich jetzt, wo es eigentlich hingehört. Und denn mit allen anderen Spielen macht Supercell das auch, ob das jetzt Clash Royale ist oder auch Brawl Stars. Und das finde ich sehr, sehr gut, denn ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch schon mal, weil ich habe ja ein oder zwei Jahre nicht gespielt, ich bin ja 2014 erst eingestiegen, kann ja sein, dass es das zu Anfang schon mal gab, aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut, diesen Schritt zu wagen und zu machen, das ist sicherlich ein riesengroßes Spektakel und auch eine riesen Organisationsgeschichte.
Und wir haben hier einen fast alten Bekannten. Also ich kenne ihn. Ja, klar kenne ich ihn. Ich meine, wer ihn nicht kennt, der muss das jetzt nachgoogeln. Ich habe alle Folgen. Also wer sie haben will, vom Catwiesel. Für mich war das damals eine Kultserie. In den, ich glaube, 70er, 80ern ist es ja gewesen. Und ich habe irgendwo konnte man sich die mal downloaden oder so, keine Ahnung. Ihr kennt ja so, ich bin ja auch nicht ganz ungeschulten. Also von früher File-Sharing und sowas, das sagt mir natürlich auch alles etwas. Wenn man zumindest aus der IT kommt, kommt man da nicht ganz dran vorbei. Und so habe ich alle Folgen Catwiesel, gucke die auch immer wieder gerne, weil es ist ja, da sind halt Anekdoten dabei, die vergisst man auch sein Leben lang irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich wird der Catwiesel diesen Angriff auch nicht vergessen. Mal sehen, wie er den hier gerissen hat. Das ist jetzt schon Rathaus 12 auf Rathaus 12 mit Elektrodrachen. Viele Sachen auch schon länger nicht gesehen. Also gerade die gegnerischen Bases ließen hier vor allen Dingen den, ich wollte gerade sagen, den Rattenspell, den Batspell nicht zu. Meine lässt das auch nicht zu. Also auch meine Base hat hier gedefft, allerdings nicht gegen den Batspell, sondern ich glaube gegen Sonnetruppe hier. Und also ist nach wie vor, ich glaube, sie ist jetzt auch erst einmal gedreiert worden, meine ich. Und deswegen benutze ich die Base im Moment immer noch, die ich zurzeit habe. Aber ich habe mir eine zweite Base gebaut. Ich habe endlich eine zweite CK-Base. Die werde ich die Tage auch fertig bauen. Die ist noch nicht ganz fertig. Ich muss noch ein bisschen was modifizieren. So ganz kleine Sachen passen mir da nicht. Aber ihr wisst, ich bin nicht der Basebauer. Das Ding ist natürlich irgendwo hergeholt. Und ich modifiziere das dann in der Regel für mich, beziehungsweise finde vielleicht dann bei den Bases eine Bombe nicht so gut oder ein Feger ist nicht so angeordnet, wie ich jetzt meine, dass er sinnvoll angeordnet ist. Und von daher treffe ich immer leichte Modifikationen, weil es wird immer mal wieder gefragt, auch in den Kommentaren, kannst du mal eine RH-10-Base, eine Kriegsbase zeigen oder meine womöglich auch noch. Das könnte ich natürlich alles machen. Das hilft euch aber nicht wirklich weiter, denn ich nutze keine Eigenbau-Bases, sondern ich nehme die irgendwo aus dem Internet her, von wem auch immer. Das ist immer verschieden und modifiziere sie dann für meine Zwecke. Also mehr mache ich eigentlich auch nicht, denn dazu bin ich nicht so der Basebauer. Schön gemacht hier. 3 Sterne. Ich glaube, das war unser erster CK-Angriff hier oben im Rathaus 12-Bereich. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also der ist schon, ich hätte fast gesagt, der kriegt schon Bar. Der ist mächtig alt. SE hier auf Carlos P. Und ihr seht das hier nochmal. Überhaupt. Ich glaube, das ist jetzt der erste, ich wollte gerade schon wieder Rattenangriff sagen. Der erste Fledermausangriff. Und ihr seht mal wieder, wie viel diese Fledermäuse rausnehmen. Vor allen Dingen, die fliegen jetzt ja nicht in die Mitte, sondern die gehen noch schön ein bisschen außen rum und putzen da komplett die Verteidigungsgebäude raus. Das ist echt nett, denn die kriegst du jetzt hier irgendwo mit so ein paar Lakaien. Aber SE hat die nicht dabei gehabt, sondern der Rest wird hier jetzt mit Drachen gemacht. Und ihr seht da schon, Loons und Drachen fliegen. Eigentlich fliegen sie perfekt. Ein bisschen fliegt raus. King macht auch noch ein bisschen, sodass, naja, die drei Drachen da oben, die kriegst du da hinten jetzt nicht mehr raus. Die werden jetzt Stück für Stück da mit, die gehen dann nochmal rein. Auch nicht schlecht, okay, da hat der King da oben dann doch geregelt und hat noch den Funnel hier hergestellt, sodass auch die Drachen hier komplett mit reingehen. Es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, glaube ich, wenn die jetzt noch mit außen rumgeflogen wären, dann hätten die natürlich noch die Verteidigungsgebäude hier hinten so ein bisschen auf sich vielleicht gelenkt. Aber alles komplett hier mit Multis, und das ist im Moment, ja, gerade Drachen, Multi-Infernos, das wisst ihr selber, das ist überhaupt kein Thema. Dafür hat so ein Max-Drache richtig, richtig viele Trefferpunkte. Und ihr seht auch, wie viel hier am Ende noch über ist. Also da kam ja jetzt noch aus dem Felsenwerfer vor allen Dingen, kam jetzt noch zum Ende hin erst. Das ist ja auch das Besondere. Der Felsenwerfer hier hält ja auch echt lange. Und ihr seht jetzt, wie viele Ballons vor allen Dingen da noch über sind. Drachen sind auch noch über. Der Warden, wo ist denn eigentlich der Warden? Ne, der lebt nicht mehr, ne? Den Warden hat schon irgendwo. Ach ne, der ist da noch mitten im Getummel, den konnte ich jetzt nicht sehen. Der hat sich versteckt unter den Loons. Und cooles Ding hier, echt krasser Angriff. Und ihr seht, die Strategie ist wirklich, wirklich stark. Wenn man die richtigen Gebäude rausnehmen kann. Und dann interessiert auch Clanburg und Queen gar nicht. Überhaupt nicht, denn Adler raus, vielleicht ein Feger, vielleicht eine Luftabwehr und ein Bogenschützenturm oder so, reicht dann in der Regel schon.
Und wir kommen hier nochmal zu einem alten, ja jetzt doch ein alter Bekannter, also was heißt ein alter Bekannter, der Catwiesel und der Abt hier ist ein und der gleiche Account und beziehungsweise nicht ein und der gleiche Account, sondern ein und der gleiche Spieler. Der ist aber eigentlich auch nicht bei uns, sondern ich glaube, der ist in anderen Clans, ist aber jetzt schon ein bisschen länger bei uns zu Gast. Ich weiß auch gar nicht, der war jetzt zum Ligaspielen das erste Mal da und bleibt womöglich auch zum Ligaspielen gleich wieder bei uns. Ah, cool gemacht hier. Er hat zu Anfang den Freespell nicht benutzt und jetzt guckt euch das einfach mal an. Da ist einfach nichts mehr. Die Hälfte dieser Base hier, ich kann das auch mal gerne anhalten, die Hälfte der Base, wenn wir jetzt hier mal einen Strich ziehen über den Sammler, Feger, die ist nichts mehr. Alles weg hier und nur noch so ein bisschen, ja, ich sag mal ein Compartment da. Richtig, richtig krank. Kann man nicht anders sagen. Hat sich dafür entschieden, 2 Babydrachen mitzunehmen, 10 von den Drachen und auch 10 Loons. Ich habe jetzt im Moment, oder ich hatte jetzt heute immer 11 Drachen dabei bei den Angriffen. Ich habe heute auch so ein, zwei Testangriffe vorher mal draußen gemacht, also draußen in der freien Natur beim Farm. Und ich habe immer 11 Drachen und 12, ja, ich glaube, es sind dann 12 Loons dabei gehabt, aber hier hast du natürlich jetzt schön, kannst erstmal jetzt Cleanup machen. Und ich wollte jetzt gerade sagen, ich brauche euch nicht zu sagen, über welche Seite die Loons jetzt kommen. Ja, die haben hier erstmal nichts zu schaffen. Bis zum Rathaus hin kriegen die ja, oder okay, das Rathaus wird jetzt natürlich ballern, da ist sich gleich verteidigt. Jetzt kommen hier schon mal ein paar Luftfallen hoch. Aber bis dahin gab es erstmal nichts außer so einen nervigen Feger da. Den hat er jetzt auch noch schön gefrostet. Kann man machen, ich mache es auch sehr, sehr gerne, dass ich den Feger froste in kleineren Rathausbereichen, wo oftmals eine Luftabwehr neben einem Feger steht, blitze ich beides einfach weg. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. Also der Feger ist eine nervige Geschichte. Und auch das sind immer Wiederholungen. Ich kann mich noch daran erinnern, als der hier ins Spiel kam, wie unnötig das alle fanden. Was ist das für eine blöde Verteidigungseinheit? Aber im Laufe dieses Spiels, und das Ding ist, glaube ich, hat auch mal einen Nerf bekommen, meine ich, aber das war es dann. Der ist dann nie wieder modifiziert worden. Und ich glaube, das ist eine mächtige, eine ganz kleine Verteidigungseinheit, aber unheimlich mächtig in ihrer Wirkung. Aber trotzdem auch hier wieder, diese Taktik ist einfach Hammer. Ist einfach Hammer, kann man nicht anders sagen. Und ich bedanke mich jetzt schon beim Clan of Karl hier. Ich weiß, es ist der Clan of Karl 2. Aber bei den Männern und Frauen hier im Clan. Denn alle waren ein bisschen älter. Leider haben wir verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Wir hatten alle Spaß an der Sache hier. Viele haben voneinander gelernt mit den Angriffen und so weiter. Also war es schon eine runde Sache. Und ich meine immerhin 378 EP hier reingespielt in den Level 4 Clan. Also an der Stelle vielen lieben Dank. Ich muss jetzt auch rüber. Ich werde mich jetzt noch hier ordnungsgemäß im Chat hier verabschieden. Mr. Unlucky ist auch schon drüben. Denn es geht gleich munter weiter mit 50er Clankriegen. Auch bei uns, also beim Spätzle mit Soße, kommen jetzt welche mit rein, die einfach ein bisschen auffüllen. Ich glaube, so geht das immer ganz gut. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann müsst ihr die Glocke zumindest bei YouTube abonnieren. Ihr könnt mich natürlich gerne abonnieren, falls ihr neu im Kanal seid. Und einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Bis dahin, euer Toto. Bye-bye.